Sehr geehrtes Publikum, Sparwelt.de präsentiert heute für Sie einmalig und unglaublich den großen, den verehrten, den magischen Christian der Große. Ein Magier, wie es ihn nicht zweimal gibt, unvergleichlich, zauberhaft. Mit einer exklusiven Show aus dem Homeoffice zu Ihnen nach Hause. Für meinen ersten Trick benötige ich meinen treuen Zauberstab. Mächtig und gefährlich, dennoch treu. Dazu einen Würfel und diesen Papiertunnel. Doch dieser Papiertunnel selbst ist magisch. Mit Hilfe dieses Würfels und meinem Zauberstab werde ich es dir beweisen. Wird die Würfelzahl verändern. Sieh ganz genau hin. Ich werde jetzt die 5 dort hineinschieben. Und jetzt mit Hilfe von Magie wird ein anderes Ergebnis zu sehen sein. Es ist spannend. Sehr, sehr spannend. Was wird geschehen? Was zeigt der Würfel? Magie. Für den nächsten Trick brauche ich jemanden aus dem Publikum. Irgendjemand hier im Homeoffice, der sich freiwillig zur Verfügung stellt. Ah, diese junge Dame. Trete heran. Haben wir uns jemals gesehen? Noch nie im Leben. Sie ist mir gänzlich unbekannt. Sie arbeitet nur hier. Und mit ihrer Hilfe werden wir es schaffen, diese beiden Gegenstände zu verbinden. Also ich werde es schaffen. Sie wird es nicht schaffen. Versuche, diesen Ring auf diese Spirale zu bekommen, ohne sie einzufädeln. Und du wirst schnell feststellen, ist es möglich? Es scheint nicht möglich zu sein. Vieles scheint. Aber entspricht es auch der Realität? Diese mir unbekannte Frau hat soeben bestätigt, es ist nicht möglich. Doch mit etwas Magie vereint sich, was vorher getrennt war. Was ist geschehen? Ja, es ist tatsächlich, geht es nicht einfach wieder, kann man es nicht einfach wieder so abnehmen? Kann man nicht? Achtung, die Magie, sie kann es. Vielen Dank. Wie ist das nur möglich? Magie. Auch für den nächsten Trick brauche ich meinen Zauberstab. Und jetzt werde ich ihn fliegen lassen. Vor ihren Augen. Staunen Sie und sehen Sie. Ich lege ihnen diese Hand, schließe die Finger und brauche nur noch etwas Magie. Abra, Kadabra. Und er fliegt. Ich kann ihn kaum kontrollieren. Magie. Mein Zauberstab. Manchmal spricht er zu mir. Wir haben eine tiefe Verbindung. Er möchte mir etwas geben, was ich schon lange suche. Ich habe meine Bleistiftminen verlegt, kann sie einfach nicht finden. Ich glaube, er will sie mir geben. Rufen wir sie herbei. Diese Hand, die ist leer. Siehst du
immer noch leer. Versuchen wir es mit der anderen Hand. So schwer kann es nicht sein. Sie ist leer. Eins. Und zwei. Und drei. Ich spüre etwas. Sie ist immer noch leer. Wie kann das sein? Versuchen wir es ein drittes und letztes Mal. Eins. Zwei. Und drei. Hier sind sie. Meine Bleistiftminen. Magie. Die Zauberei bietet uns vielfältige Möglichkeiten, unsere Umwelt zu manipulieren. Stabile Gegenstände werden plötzlich durchlässig. Man kann es kaum glauben. Diese beiden massiven Ringe können verschmelzen mit der Kraft meines Willens. Alles, was wir brauchen, ist ein bisschen, ein kleines bisschen Geduld und Magie. Denn mit ein bisschen Reibung kann ich sie miteinander verbinden. Mit ein bisschen Reibung kann ich sie miteinander verbinden. Ich muss mich nur korrekt konzentrieren. Ein letzter Versuch. Mit genügend Kraft und Konzentration schaffe ich eine Verbindung des Unmöglichen. Magie. Und für meinen finalen Trick greife ich auf den Klassiker zurück. Auf Karten. In ihnen lag schon immer Bewunderung, Mystisches und Zauberei. Und natürlich brauche ich auch für diesen Trick etwas Unterstützung aus dem Publikum. Kommen Sie doch her. Normales, handelsübliches Deckkarten. Alles drin. Können ein bisschen mischen. Alles da, was man braucht. Und vielleicht noch mehr. Ich bitte Sie jetzt darum, wählen Sie aus all diesen Karten eine und nehmen Sie sie in die Hand. Ich darf sie nicht sehen. Legen Sie sich sehr gut ein, zeigen Sie sie der Kamera. Ich habe die Augen geschlossen. Legen Sie sich sehr, sehr gut ein. Es ist Ihre Karte. Ich spüre. Ich zeig mal kurz auf die Rückseite. Also, okay. Ich spüre eine Verbindung zwischen Ihnen und dieser Karte. Packen Sie sie zurück. Irgendwo hin, in diesen Stapel. Irgendwo. Weg inmitten dieses Stapels von Karten. Ich kann es ganz deutlich spüren, sie will zurück zu dir. Es ist magisch, es ist unglaublich. Sie ist zurückgekehrt. Okay. Ist das die Karte? Ja. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, heute haben Sie Dinge gesehen, die Ihnen vielleicht etwas wunderlich vorkommen, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls kann ich auf jeden Fall sagen, ich glaube schon, dass man in einer Woche ganz gut zaubern lernen kann. Oder was meint ihr? Kennt ihr die Tricks? Kennt ihr sie noch nicht? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, ganz genau. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir doch, was ich besser machen kann, in die Kommentare. Oder
was auch immer euch gefallen hat oder nicht. Oder ob ihr noch mehr Tricks wollt oder weniger, ob ihr die Tricks dumm waren. Ihr wisst schon, was ich meine. Schreib einfach. Ist cool. Ansonsten war das eine Woche mit vielen Daumen. Nein, auf jeden Fall war das eine Woche, die mich einiges gelehrt hat. Die Lehren der Mystik und Zauberei. Nein, Quatsch. Ist ein echt cooler Zauberkasten. Ich kann den sehr empfehlen. Ist jetzt keine Werbung. Den haben wir einfach so gekauft zum Spaß. Und wenn du Langeweile hast in der Quarantäne, ist das doch eine ganz schöne Sache, sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben und seine Liebsten doch ein bisschen zu erstaunen. Ich bin selber erstaunt. Das sind echt gute Tricks dabei. Und hast du wirklich alle verstanden? Magie liegt in der Luft. Bis nächste Woche.